Ja, grüß euch, ich bin der Stefan von Van7 und stelle euch heute unsere bereits dritte Serie vom Van7 Hubert vor. Wir haben da unsere Höhenverstellung, die was wir mit einer Ratsche bedienen, und wir können das ganz einfach die Höhe variabel einstellen. Das heißt, das Van7 Hubert bleibt an jeder Höhe, wenn ich das auslasse, stehen und kann, egal ob jetzt ein Motorrad oder Schlauchboot, was auch immer, was ich von der Höhe her brauche, eben positionieren. Wir fahren das Ganze jetzt einmal auf unserer Höhe runter. Was unsere bisherigen Kunden am meisten feiern, ist die patentierte Nivellier- und Fixierfunktion. Wir haben da eine Kreuzwasserwaage installiert und an unseren vier Fixierungsgurten haben wir eben die Möglichkeit, dass wir das Bett so ausnivellieren, dass man immer waagrecht schlafen, egal wie schräg unser Transporter steht. Also den Vorteil, man braucht auf keine Auffahrkeile rangieren oder unendlich an ebenen Standplätzen um und um suchen. Damit man in Ruhe schlafen kann, haben wir eben die Fixierfunktion. Da haben wir die Abstandhalter, was wir an der Seite vom Van7 Hubert draufklipsen. Die halten ganz gemütlich mit die Magnete, hängen da unseren Seilzug ein und mit dieser Winde, was da eben verbaut ist, die Seilwinde, zieht man wieder das Hubbett an die Seitenwand und fixieren sie damit. Da kann man wirklich stark anziehen, sodass das eben dann stabil ist. Automatisch, wenn ich jetzt das Van7 Hubbett runterfahre, das kann ich maximal auf 1,30 Meter absenken von der Decke her, fährt da hinten so ein automatischer Netztasche mit auf. Da kann ich Sachen verstauen und der Polster fliegt dann jetzt nicht mehr runter und bleibt da immer sicher an der Position. Wir haben da an der linken Seite ein Spiralkabel, was uns eben die Stromversorgung bietet für unser Innenraumbeleuchtung, was wir unter dem Bett montiert haben. Das Van7 Hubbett ist gleich schnell wieder verstaut, wie es hergerichtet ist, indem dass ich da meine Fixierfunktion löse, die Abstandhalter wieder mit den Magneten fixiere. Ich hänge meinen Seilzug da wieder aus und kann eben da mit unserer neuen Lösung, wie man die Winde eben bedienen kann, ganz einfach nach oben kurbeln. Also ihr seht, ich kann das mit einem Finger nach oben bedienen und es ist wirklich für jeden möglich. Ihr seht, das Ganze ist in ein paar Sekunden rauf und runter kurbelt und gleichzeitig dann wieder an der Decke fest verstaut. Also wenn ich da jetzt das Ganze an die Decke ziehe, ist wirklich stabil. Auftragen durch das ganze Van7 Hubbett rein der Rahmen 10 cm und mit der Matratze 20 cm. Wir haben da einen Viskose-Schaum, wo es eben den Vorteil gibt, dass der eine geringe Aufbauhöhe hat, aber trotzdem richtig guten Komfort. Also man kann rechnen mit Matratzen 20 cm. An der Bettunterseite haben wir eine Magnetleisten montiert, die uns eben die Möglichkeit gibt, dass man da kreativ irgendwelche Hängemöglichkeiten kreiert. Wir haben da jetzt ein Gummikordel immer fix rauf montiert, was einfach cool ausschaut und wo man da einige Sachen dann eben aufhängen kann. Was wir auch persönlich eben haben, ist eben die flexible Dusche. An den Magnetleisten befestigen wir einfach einen Duschvorhang mit einer Magnetbrausehalterung, stellen uns dann in so eine Kunststoffbox rein und das Ganze ist sehr, sehr schnell hergerammt oder eben auch weggerammt. Ebenso haben wir auf der Seite LED-Lichter installiert, wo wir eben mit diesem Spiralkabel ansteuern. Ich kann die LED-Lichter auf der Abdeckung mit diesem Schalter ein- und ausschalten für Dauerlicht oder auch ansteuern, sodass ich, wenn ich die Tür öffne, der auch automatisch leuchten. Die Erdenschiene auf der einen Seite ist dafür da, dass man das Bett an die Seitenwand fixieren kann. Wir haben da eine Öse, die was man von der Höhe auch variabel einstellen kann, je nachdem auf welche Höhe dass ich mein Hubbett positioniere. Da gibt es vorn und hinten eine Anschlagleisten, damit ich mit den Holzblöcken da auf der Anschlagleisten anschlage. Das Seil ist auf der Seite vom Hubbett mit einem Edelstahlkarabiner. Die hänge ich in meine Öse ein, wenn ich das auf meine Höhe runterfahre, und ziehe das mit einem Seilzug an der Abdeckung dann an die Seitenwand fest, damit es stabil ist.